Okay, hallo. Und weiter geht's. So, schauen wir mal. Also, wir haben zwei Plätze frei. Das ist schon mal gut. Warum auch immer wir die jetzt freigeschaltet gekriegt haben, das ist irgendwie noch nicht so richtig klar. Vielleicht hat das wirklich was mit dem... nur mit dem Progress oben zu tun, aber dann scheint es auch nicht an den Leveln des Zirkus zu hängen, sondern an den XP vom Zirkus oder man weiß es nicht. Egal, wir nehmen es, wie es kommt. Wir können auf jeden Fall... Nee, können wir nicht upgraden. Wir können nur den Schlafwagen, die Werkstatt und das Orakel upgraden. Na gut, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall eine neue Show machen. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich vielleicht tatsächlich auch Leute ohne Stern rekrutiere, einfach um die besser besetzen zu können. Das Ding ist nicht mehr ganz, oder noch nicht wieder ganz so neu. Also bleiben wir vielleicht mal bei dem Sparkling Carnival. Da brauchen wir nämlich zwei so roter Pfeil nach unten, Leute. Und die sich zu holen, ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Also schauen wir erstmal, selbst wenn die niedrigeren Level haben vielleicht. Schauen wir erstmal. Also wir brauchen fürs Hauptevent Schlange oder Entfesselung. Das bedeutet, wir hätten Deborah oder Nura. Nura hat auf jeden Fall mehr Punkte drin. Das wäre dann an der Stelle besser. Oder Shahira, aber die hat einen geringeren Level. Also nehmen wir da mal Nura rein. Dass wir hier mal ein bisschen Dampfdruck drauf kriegen. Was mir dabei noch einfällt, bevor ich das mache, schaue ich nochmal hier beim Handwerker kurz. Okay, da können wir uns leider nichts zusammenbauen. Ist eigentlich alles unsinnig. Außerdem habe ich so viel Geld verschwendet am Anfang. Wahrscheinlich auch Ressourcen. Cola können wir auch nicht, aber so ein Heilding. Verband ist nie verkehrt, den holen wir uns mal dazu. So, dann sind wir hier im Karneval. Genau, Nura haben wir schon mal drin. Okay, dann brauchen wir jetzt jemanden, der... Okay, Nura müsste man halt mit, was auch immer dieser Ring sein soll, und einem Kanonentypi. Das haben wir beides nicht. Also kriegen wir eine Doppelbindung schon mal nicht hin. Wir kriegen aber gegebenenfalls eine einfache hin, wenn wir jetzt jemanden haben, der Schlangenleute mag. Und das haben wir nämlich nicht. Und das macht Nura da natürlich auch schlecht, auch wenn sie die besseren Werte hat, weil die können wir überhaupt nicht kombinieren. Wir können aber mal gucken. Also wir haben im Finale grüner Pfeil nach rechts und Pfeil nach unten. Okay, da müssten wir es irgendwie kombinieren. Wobei dann auch wieder so die Frage ist, ob die da mit einem niedrigeren Level da wirklich Sinn machen. Ich meine, Feuer wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Der wäre kombinierbar mit einer Schlangenbeschwörerin. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich... Ach nee, Nura ist Schlange. Genau, ich dachte, das wäre jetzt Entfesselung. Genau, weil ein Magician und eine Feuerspuckerin auch gar nicht verkehrt sind als... Wobei wir mit der natürlich auch keine Kombination hinkriegen, also macht das wenig Sinn. Wir können höchstens Lennart nehmen. Weil der hat eigentlich ganz okaye Werte. Hat eine gute Motivation, ist nicht so teuer und den können wir ins Finale nicht packen, aber in die Unterstützungs... Ah, fuck! Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, also dann geht das natürlich nicht. Oh, da muss man echt auf 100 Details achten, ne? Okay, können wir nicht machen. Also, dann schauen wir mal. Wir haben eine...
Feuerspuckerin. Sie dahin packen und mit einem Krafttrotz kombinieren. Da haben wir jetzt auch nur noch ihn. Da müssen wir auch mal einen neuen rekrutieren. Wir könnten ihn natürlich da reinpacken und brennen. Das mag er wieder nicht. Ja, den Lennart hätte ich jetzt gar nicht kaufen sollen. Das war jetzt blöd. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber da können wir ihn auf jeden Fall nehmen. Die können wir alle gar nicht leveln. Wir können den Elektroangriff von hinten leveln. Angriff. Chance, das Ziel zu betäuben. Ja, ist eigentlich auch nicht so wichtig, aber ist auch nicht so teuer. So, gut, okay. Also, sie mag keine Magier. Das heißt, wir können aber Fedor da reinpacken. Dann können wir Lennart da reinpacken. Dann können wir Bren oder Ash. Oh, Lennart ist so für'n Arsch, ne? Wir können ihn nicht mit Nura koppeln wegen Nura und wir können ihn nicht mit Feuer koppeln wegen Feuer. Was Scheiß. Na gut, dann packen wir da Augustus rein. Und dann nehmen wir den Fakir als Startakt. Und dann geht aber Feuer im Finale. Ash wären 58 und Bren wären auf jeden Fall weniger, also packen wir Ash ins Finale. Wieso blinken jetzt die beiden Felder bei den beiden hier? Blinken die immer? Habe jetzt nicht so drauf geachtet. Okay, egal. Also, wir haben ganz gute Werte. Ist nicht ideal wieder mit den Sternen, aber wir sind zumindest über der letzten Barriere da nochmal drüber. Besser wird's nicht. Den Lennart. Der Lennart war ein Fehlkauf. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich den nicht gleich nochmal wieder rausschmeiß. Okay, wir brauchen Geld. Zirkusruhm ist jetzt nicht so dringend, dann lassen wir den erstmal weg. Step right up, ladies and gentlemen. Genau, der Lennart kostet mich nur Geld, den schmeiße ich jetzt direkt wieder raus. Das war ein absoluter Fehlkauf, da habe ich nicht aufgepasst. Das war jetzt dumm. Aber so ist es halt. Dann warten wir erstmal ab, dass in der nächsten Runde die zwei Stellen da im Zug wieder aufgefüllt werden, bevor ich dann Renew mache oder sowas. Und da müssen wir auf jeden Fall Brenn heilen.
Achso, können wir gar nicht, weil wir keine. Weil wir gar keine Nahrung haben. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen. Hilft ja nichts, müssen wir Nahrung kaufen. Oh, ich glaube, das läuft mir jetzt so langsam aus dem Ruder hier. Okay, wenn wir sie nicht heilen können, können wir sie wenigstens trainieren. Die Deborah zum Beispiel. Die Bren eigentlich auch. Wobei, lieber den Perry, weil ich weiß nicht, wie gut das ist, sie zu trainieren, wenn sie keine Motivation hat. Vielleicht muss ich sie auch rausschmeißen. In einer der nächsten Runden oder so. Okay, das Orakel könnte ich verbessern. Weiß ich aber auch nicht, ob ich jetzt da jetzt zwei Flaschen opfern will, aber wir könnten ja den Jeffim da mal reinsetzen. Dann ist er wenigstens nicht gelangweilt. Wobei, eventuell brauche ich ihn im Kampf. Ich glaube, sie muss auf Platz 3, genau. Genau, und dann kann Deborah gar nicht trainieren, weil wir sie für den Kampf brauchen. Ja, dann brauchen wir Ludlow auch im Kampf. Und Yeffim auch im Kampf, weil Bren können wir halt nicht. Kein gutes Kampfteam, aber schauen wir mal. Tante Phyllis. I read your story about the incident at Steam headquarters, Aunt Phyllis. Well done, though it did seem a little incomplete. Oh, I was afraid of that. It was entirely too kind to Mr. Edwards, which may actually be for the best. The best? How? Mr. Edwards has very thin skin. He'll be more honest in our interview if he feels I'll go easy on him. Which I most certainly will not. Wohltätigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das Münzwurfspiel überhaupt machen kann, wenn ich gar keine Münzen habe. Immer noch eine Beutekiste und da würden wir halt Motivation bekommen, was halt auch nicht verkehrt wäre. Krankenhaus haben wir erst da unten. Ja, gehen wir mal hier lang. Nehmen wir lieber die Hingabe. Bringt uns, glaube ich, mehr. Keine besonderen Bedingungen. Kneifer, Gesellenfeger, Schädlingsbekämpfer und ein Unbekannter. Na gut, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich habe auf jeden Fall am Ende sehr viele Fehler gemacht. Das kann sich noch bitter rächen. Aber gut. Dann machen wir mal hier einen Giftangriff. 11 Schaden am Zielplatz. Hingabe verringert sich, ist bescheuert. Gedankenkontrolle könnte man natürlich probieren. Da
Vielleicht mal bei ihm. Look into his eyes. Ah, sehr schön. Das ist auch ein bisschen blöd, weil ich hätte vielleicht gucken sollen, wer als nächster dran ist, weil das ja im Grunde die gleichen sind, aber der teilt schon gut aus. Feels good, don't it? 27 Schaden an allen Gegnern, das machen wir jetzt einfach mal. Weil wir ja leider eine Truppe haben, die nicht so gut austeilen kann, müssen wir alles nehmen, was wir kriegen können und können einmal hier direkt sie wieder heilen. Machen hier einen physischen Angriff. Dann haben wir den direkt rausgenommen. Sehr schön. Auf sie. Ich weiß nicht genau, wie lange die Gedankenkontrolle hält. Wahrscheinlich bis meine Schlangenbeschwörerin wieder dran ist. Könnte sein, dass er vorher nochmal dran ist. Aber nee, ist er nicht. Er ist als Dritter dran und sie ist als Zweiter in der nächsten Runde. Okay. Dann bringt das da nichts zu warten. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sie aber schon genau ausgeschalten. Giftangriff auf die erste Position. Okay, das war erträglich. No one does that to me. Gehen wir lieber auf sie. Weil er stirbt sowieso, wenn er dran ist, wegen der Giftfalle. Ja, dann machen wir das mal. Genau, weil er stirbt eh, sonst wäre mein Angriff jetzt vergeudet gewesen. Oder die. Entweder weil ich ihn sowieso getötet hätte oder weil die Giftfalle dann an der zweiten Position wäre. Weil wenn ich jetzt nicht getroffen hätte oder so, dann hätte sie zumindest eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit gehabt. Okay. Fünf von sieben. Nicht besonders gut, aber besser als gar nichts. Lennart ist direkt wieder rausgeflogen. Hätte ich vielleicht behalten sollen für die Kämpfe wenigstens. Weil solange ich das Ding nicht anders besetze, war es jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, den rauszuschmeißen. Okay, wir können ihn auf jeden Fall... Physischer Angriff auf Level 3. Das ist auf jeden Fall gut. Elektroangriff, der ist halt nur hinten. Das wäre jetzt ein bisschen Ressourcenvergeudung. Kostet Hingabe 3 Züge lang. Ja, das ist halt aber auch knappe Ressourcen, ne? Schaden durch Gegner ist nicht verkehrt. Hingabe geboost, weiß ich nicht. Können wir auf jeden Fall ihn. Bisschen hochpushen. Auf jeden Fall die Säge.
Angriff und so, das können wir halt nicht machen. Akrobatin ist die mit dem Ring, okay. Klauen mag sie. Sie mag keine Jongleure. Das ist auf jeden Fall was, was sich besser kombinieren lässt. Mein Horace ist zumindest ein guter Kämpfer, aber er ist doch teuer wie Sau, ne? Messerwerfer und Stelzenbolzen haben wir nicht, aber wir können sie eh nicht kaufen, wir haben kein Geld, also können wir es auch lassen. Giftangriff können wir verbessern. Gedankenkontrolle können wir aber nicht. Also dürfen wir nicht. Jetzt haben wir wieder Essen. Also jetzt muss ich auf jeden Fall Bren heilen und Perry heilen. Wobei, müssen wir das? Weil wir können ja... Achso, nee, wir haben nochmal einen Kampf, bevor wir in die Klinik kommen. Okay, nee, also dann müssen wir das machen. Müssen wir es heilen. Okay, dann müssen wir Sparsh auf jeden Fall da reinsetzen. Dann brauchen wir... Feuer. Dann müssen wir Ash nehmen. Augustus können wir dahin packen. Dann haben wir wenigstens eine einfache Verbindung. In grün. Ludlow mag Feuer. Dann könnten wir natürlich... Warte mal, wo ist der drin? Ach, der ist in der Gruppe. Okay. Können wir den da für die grüne Verbindung? Und dann bräuchten wir noch... ihn, weil er... eine grüne Verbindung dahin erzeugt. Ist aber trotzdem von den Sternen her gar nicht so gut. Aber egal. Also ich bin jetzt in der ganz beschissenen Situation hier. Mal schauen, ob wir damit überhaupt bis zum Ende durchkommen. Problem ist halt, dass die jetzt auch zwei Runden lang gesperrt sind, die Leute. Das ist natürlich auch blöd, aber... Ich weiß nicht, ob ich die wirklich leveln muss. Ich gehe mal lieber hier drauf. Are you ready for this? Weil die eigentlich schon ganz gut gelevelt sind. Okay, jetzt sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkter hier, was unser Team angeht. Okay, also wir haben Yefim, den können wir auf jeden Fall dahin nehmen. Wir können Zuleika nehmen. Weil das gar nicht so gut ist. Nura ist wahrscheinlich besser. Die haben wir nämlich höher gelevelt. Dann können wir Deborah da reinpacken. Shahira können wir halt auch nicht einsetzen.
Leica kann zumindest hinten noch einen Giftangriff machen. Keine gute Kombo, aber so ist es halt. Können wir Shahira wenigstens trainieren, wenn wir sie schon nicht heilen können im Moment? Ja. Dass wir die Halbtoten noch trainieren, ne? Wieso ist das Ding schon wieder markiert? Okay. Auf ein neues! Da haben wir erstmal die Wohltätigkeit. Remember, we stop asking for more once we feel there's a chance we'll receive too many to carry. Ach shit, wie war denn das? Okay, wir können zumindest nichts verlieren, wir können nur nichts gewinnen. Wenn wir alle freiwillig machen, dann verlieren wir 8 Nahrung. Ist aber jetzt gar nicht so schwierig. Momentan. This will be a bit of a guessing game. First, we'll ask for some plates. Ach, das war das, ich erinnere mich. Na, verdammt. Now, if we ask for more plates and get more than we can carry, well, the organizer will not be too fond of us. Okay. Very risky at this point. So quasi 2 vorher. Probier's mal. Ah, shit. Na gut. Das war nix. Dann müssen sie jetzt kämpfen. Feuerschaden erhöht, das ist ja super. Bringt mir nämlich gar nichts. Kritische Treffer für die ersten beiden erhöht. Bullenalarm! Oh Gott! Das wird nix. They who? New talent? A duo. Well, sort of a duo. Sort of? More of your kind? Just leave us alone. Yeah! Die, circus freaks! Bauchredner. %56. Nehme ich vielleicht mal ihn, weil ich glaube, der kann ganz gut austeilen, so als Kraftprotz. Ja, super. Heal. Wir haben 2 Heiler in der Gruppe, ne? Alter Schwede. Der lebt immer noch. Okay, das war... Naja, die 5% Hingabe sind halt schon ein bisschen ekelhaft. Friedischer Treffer, da habe ich ja Bock drauf. Okay, ich muss lieber Schaden machen hier. Ja, lieber auf Position 2. Falls ich jetzt einen umhaue und die nachrücken. Da muss ja auch noch eine Giftfalle übrig bleiben. Das wie dann, ja. Okay. That's smart.
Verringert die Präzision ist vielleicht noch fast das Beste, weil Gift haben sie eh. Ich aber auch nur ihn adressieren und wenn ich ihn jetzt töte. War der halt auch wieder umsonst, ne? Vergeltungsschaden. Na gut, schadet ja nicht. Shake it! Giftangriff. Ist der halt wieder geheilt? Der Bullenalarm rückt. Erschreckend nahe. Wörtelkopfmaus! Oh, der wieder überlebt, ne? Ah, Gott sei Dank. Oh, da muss ich jetzt flüchten, weil wenn die Bullen kommen, ist es halt ekelhaft. Jetzt kann ich ihn aber mal versuchen. Ja, natürlich. Finally get to shed the dead weight. Okay. Hey, der hat gar nicht mehr viel und der Bullenalarm ist noch ein Stück weg. Vielleicht habe ich sogar noch eine Chance. Das lief überraschend gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Attacked by a toucan puppet. That's a new one. Forgive me. Mr. Beaks gets a little carried away sometimes. You're just gonna forget the time them other circus freaks attacked us? That time I plucked their eyes out? Other circus freaks? Everyone from the circus mechanique wears control specs. Oh no. Mr. Ventriloquist Man and, Mr. Beaks, was it? The Circus Electrique could use a man, a duo, of your unquestionable charisma. And questionable sanity. An extraordinary offer. I don't know what to say. Ich hab aber gar keinen Platz frei. I do! We're in! We'll take our pay up front! Well, my half, anyway. Okay. Frage ist, was passiert jetzt mit dem, wenn ich gar keinen Platz habe, um ihn aufzunehmen? New ventriloquist to perform at the Circus Electrique. Read all about it. Nur eine Puppe würde gegen Winston den Bauchredner antreten. Only a puppet hieß es wahrscheinlich irgendwie. Na gut, egal. Vor nicht allzu langer Zeit entschied sich der Zirkusdirektor, den Fakir Sanjay anzustellen, nachdem sie angegriffen wurden. Nun, in sehr ähnlichen Umständen, resultierte ein weiterer Kampf in den Straßen Londons in einem potenziellen neuen Angestellten für den Zirkus Electrique. Einem Bauchredner namens Winston. Dieser sinnlose Angriff tut mir schrecklich leid, sagte Winston nach einer seiner Attacke auf den Zirkusdirektor und einige seiner Schausteller. Manchmal überkommt mich meine andere Hälfte einfach. In diesem Moment fing seine Puppe an zu sprechen. Seine andere Hälfte, seine bessere, bin ich, Mr. Schnabel, sagte die Tukan-Puppe, die an seinem linken Arm angebracht war. Und an diesem Angriff war nichts sinnlos. Und entschuldigen werde ich mich schon gar nicht. Naja, war ja nicht so nett, weil dadurch haben sie den Job gekriegt, ne? Als der Zirkusdirektor auf den Geisteszustand seines neuesten Mitarbeiters angesprochen wurde, antwortete er, Wahnsinn, verkauft Tickets. Ich hoffe, es werden bald noch mehr Bauchredner mit dem Zug ankommen. Mit ein wenig Glück sind die sogar noch wahnsinniger. Sein Wunsch wurde ihm bereits erfüllt. Von Emilia Craig. Genau, und leider sind meine anderen Leute jetzt noch in der Show gebunden. Von wem wollen wir uns trennen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
meine, er mag keine Illusionisten, er mag aber Feuerspucker. Er mag Bauchredner, aber keine Feuerspucker. Das war auch gerade mein... Nein, das ist nicht mein einziger Muskelprotz. Ash mag keine Bauchredner. Wer kann es ihr verübeln? Nura oder Zuleika vielleicht. Aber sie ist halt Level 5 schon, ne? Ja, ich glaube, ich muss Zuleika... Jetzt Winston. Physischer Angriff ist immer gut. Boostet erlittenen Schaden. Ein Zug lang um 28%. Ja, 28% ist gar nicht so verkehrt. Zwingt das Ziel mit Chance von 46% einen Verbündeten anzugreifen. Die Hingabe verringert sich, das ist nicht gut. Aber man kann die Hingabekosten reduzieren. Ne, die erhöht sich. Okay, das ist nur in Ausnahmefällen vielleicht sinnvoll. Reduziert allen erlittenen Schaden und boostet die Hingabe. Verursacht 12 Schaden an allen Gegnern und ignoriert ihre Verteidigung und Statuseffekte. Verringert die Hingabe verbündeter Einheiten um 5%. Das ist scheiße. Und Debuff verringert Initiative. Ist eigentlich egal. Verringert Präzision um 18%. Na gut. Machen wir es mal so. Okay, ich habe meine Show. Genau, die ist noch geplant. Die wollen wir jetzt natürlich auch nicht unterbrechen. Da geht immer noch nichts. So, im Schlafwagen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal... Ach, können wir wieder nicht, weil wir nicht genug Essen haben. Jetzt auf jeden Fall mal Shahira heilen. Und Perry kostet mich halt 6 Essen. Und Essen sind gerade echt knapp, also lassen wir das mal. Der muss sich dann halt... Aber die Clowns, die heilen sich auch selber im Kampf. Also ist jetzt nicht so dramatisch. Oder die können wir zum Heilen benutzen, um so kleinere Heilungen zu erledigen. Nee, warte mal. Das brauchen wir ja gar nicht, weil das nächste ist ja ein Krankenhaus. Also sparen wir uns das Essen. Und packen jetzt mal hier unsere ganzen Halbtoten. Yefim haben wir schon drin im Team. Deborah packen wir noch rein. Die war schon, okay. Perry. Und Shahira.
Genau. Die lassen wir dann alle hier mal ins Krankenhaus gehen. We can rest here and heal. Dann haben wir die gratis geheilt. Und dann kommt jetzt erst der nächste Kampf. Da können wir die beiden auf jeden Fall drin lassen. Was ist denn das für ein Kampf? Feuerschaden erhöht. Und wieder Bullenalarm. Dann nehmen wir wahrscheinlich lieber Brennen mit. Die kann dann auch die Cola trinken, statt Shahira. Man könnte Shahira trainieren. Die hat eigentlich auch einigermaßen Hingabe. Nämlich, dass ja immer Hingabe kostet, das Training. Und Nura auf jeden Fall auch. Winston kann orakeln. Die Frage ist, nehme ich jetzt lieber Winston mit in Kampf? Statt Deborah vielleicht? Weil Winston... Physischer Angriff 20 bis 23. Deborah macht halt mehr Schaden. Allerdings ist Winston ein bisschen universeller, gerade wegen dieser Bullenalarm-Geschichte. Hat aber auch nicht viel Hingabe, die er ausgeben könnte. Nee, jetzt lassen wir mal. Der braucht mehr Hingabe. Und die Hingabe müssen wir jetzt erstmal in Bren investieren, die wir hier als Cola haben. Aber das wird jetzt wieder kritisch mit der Bullenalarm-Geschichte. Ich habe am Anfang auf jeden Fall alles Mögliche falsch gemacht bei der Auswahl der Leute, die ich rekrutiere und so. Das war, da habe ich einen Haufen Ressourcen vergeudet und die Leute falsch rekrutiert. Das ist jetzt leider sehr schade. Die sind echt gut im Ausweichen, ne? Bis ich sage, dass gut im Ausweichen ist. Dann nicht mehr. Okay, ich gebe auf jeden Fall schon mal die Cola an Bren. Heilen ist jetzt noch nicht so kritisch. Machen wir mal lieber hier den Angriff. Okay, der ist weg. Dann kriegt der Nächste direkt den Feuerschaden. Physischer Angriff. Nein! Verdammt. 79% waren es, glaube ich. 7! Hingabe, das ist schon einiges. Mache ich 17 Schaden oder mache ich lieber so einen Buff? Aber es ist halt nur einen Zug lang, das ist eigentlich nicht so geil. Gehen wir lieber auf 95%. Mit dem Bullenalarm nicht riskieren, dass wir hier irgendwie einen Angriff daneben hauen. What?
Okay, noch könnte es reichen. Da geht es nicht aus dem Weg, damit er es abschreckt. Sehr schön. Oh, negativer Zustand. Oh, zumindest trifft sie noch. Und ist getarnt, auch nicht verkehrt. Show me real pain! Here, catch! Ich glaube, ich sollte lieber zum Heilen nehmen. Weil der Schaden, den er mit seinem Wasserball macht, jetzt nicht so krass ist. Sind jetzt nur 16, das ist es eigentlich nicht wert. Aber besser, als wenn er nochmal dran ist und mir nochmal Schaden machen kann. Brüllenalarm rückt leider etwas näher. Muss ich jetzt doch mal hier heilen, und zwar ihn. Sehr schön. Ich habe vorhin die Dings entlassen und gar nicht geguckt, ob ich die Gadgets hätte rausnehmen können. 3! Gar nicht gut, gar nicht gut. Also, wir können Shakira leveln. Schäden erhöhen ist bei ihr eigentlich nicht so wichtig. Präzision, weiß nicht, ob sich das auch auf die. Auf das Hypnotisieren auswirkt. Verursacht Schaden 14 bis 17. Wäre aber auch nur, wenn sie vorne ist, was sie normal nicht ist. Giftangriff machen wir mal noch. Dann haben wir Bren. Feuerangriff nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Feuerangriff auf alle. Der Feuerangriff mit der Falle. Die Hingabe zu erhöhen bei den anderen, das müssen wir auch mal machen. Können wir nicht mehr leveln. Die sind eigentlich nicht so wichtig. Okay. Ja, weiß ich nicht. Okay. Jetzt können wir mal schauen. Das war... Weil so richtig viel Essen haben wir auch nicht. Das wird Bren hier reinpacken, damit sie... Hingabe gewinnt, aber andererseits jetzt die Heilung dafür vergeuden. Also das Essen dafür vergeuden, wenn sie gar nicht geheilt werden muss, ist vielleicht auch ein bisschen... blöd. Also lassen wir das mal.
kostet mich halt mehr Essen, wenn ich das hochlevel, ne? Das ist halt gar nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich... Weil wie oft benutze ich das schon, ne? Und das genauso, das ist irgendwie... Gut, wir kriegen noch extra Hingabe. Die Flaschen haben wir eigentlich einige, also können wir das vielleicht mal wirklich leveln. Cola und Heilung können wir nicht machen. Und hier können wir auch nichts machen. Jetzt haben wir die Charity Show, weil die Zweitagesgeschichten sind eigentlich auch scheiße. Ich glaube, die hätte ich auch gar nicht nehmen sollen. Ich hätte lieber andere Shows, die ein bisschen älter sind und Tagesshows sind. Okay, also wir haben den Fakir oder Schlange hinten. Das wäre Sparsch. Nura hat auf jeden Fall bessere Werte. Wir haben niemanden, der Schlangen mag. Das ist jetzt blöd. Und wir haben auch niemanden, den sie mag. Das heißt aber, wir können... nee, können wir nicht. Dann packen wir Sparsch dahin. Dann gibt es zumindest kein... Nee. Wir packen Ash dahin, dann packen wir Sparsh dahin. Und dann packen wir Augustus dahin. Als Eröffnungsakt. Nehmen wir ihn. Dann haben wir nämlich noch eine grüne Verbindung. Everyone loves it. Nicht ideal alles. Wir laufen hier echt so ein bisschen auf Sparflamme, was die Optionen angeht. Okay, Winston ist einer, der muss, glaube ich, auch nach vorne eher, ne? Ja. Dann packen wir den mal. Weil unsere Kraftprotze nicht nicht verfügbar sind momentan. Shahira kann eigentlich weiter trainieren. Und Ludlow kann eigentlich auch trainieren. Der hat auch einen Haufen Hingabe. Da haben wir erstmal nur Beute. Das ist ein normaler Kampf gegen menschliche Kanonenkugel. Und Stelzenläufer. A specialty punch? Oh, you made one. No one does that to me. Die Wahrscheinlichkeit ist hier höher, aber 86% ist eigentlich noch gut. Oh, that stings! Okay. Nicht, dass es viel bringt. Don't it make you smile? Here, catch!
Okay, jetzt die andere da am Feuer. Muss den aufladen. Dann ist es gut, wenn wir sie nicht zum Schuss kommen lassen, wa? Die kann man nicht anvisieren. Nehmen wir lieber mal den normalen Feuerangriff. Verzichten auf die Feuerfalle, einfach um denen ein bisschen was mitzugeben. Alter Schwede, das Aufladen lohnt sich, ja? Okay, wir heilen uns mal selbst. Dann heilen wir ihn noch mal. Alter Schwede, ey. Jetzt kann wir es ausweichen. Schauen wir mal, ob sie damit den ersten... Ah, nee, reicht nicht. Okay, also diese 12 Schaden, die werden dann aufgeteilt. Das ist natürlich schon... 4 Leute, die so extra harte Aufladeskills haben. Das ist schon echt übel. Okay, da haben wir den direkt wieder verloren. Alter. Ich wollte gerade sagen, dass er das überlebt hat, ist ein Wunder. Dann kommt der dritte Angriff auch noch, ne? No one does that to me. Kann halt nicht mehr nach hinten. Oh. 3 und 5 sind 9. Okay. Wenn es weniger werden, ist die Frage, ob dann der Einzelschaden höher wird. Boostet den Schaden um 12%. Das ist nicht so wirklich viel. Keine Ahnung, ob das jetzt noch reicht. Here comes! Noch vorne. Oh. Auch wenn es nur 2 sind, muss ich jeden Schaden mitnehmen, den wir austeilen können. How you like my jab? Okay, das war zum Glück jetzt nicht weiter kritisch. Okay. So.
Das nehmen wir direkt mit. Jeder Gratis-Schaden, den wir kriegen können, ist wichtig. Natürlich. Son of a- ich kann sie halt auch nicht heilen. I can take a hit, you know. Okay, das war jetzt ziemlich übel. You are not gonna believe this, everybody. 4 von 7. Das sind alles irgendwie scheiß Ergebnisse. Ja, da hätte man am Anfang, glaube ich, ein bisschen besser wissen müssen, wie alles funktioniert und sich ein bisschen besser einrichten. Ich kann ihn leider nicht kaufen, der wäre jetzt als Kämpfer wahrscheinlich gut. Heiler ist ja schon nicht verkehrt. Fakir und Bauchredner, sie nehme ich jetzt mal. Sie hat halt gute Hingabewerte, das ist schon gar nicht so verkehrt. Und Clown und Illusionist ist eigentlich auch super. Da müssen wir jetzt einfach bei den Kämpfern ein bisschen mehr auf Feuer gehen. Angriff. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal das mal leveln, falls wir mal wieder vorne landen. Und den eigentlich auch. Das ist eigentlich ein sehr gutes Skillset, was die so haben. Chance, die Haltung zu brechen, ist nicht verkehrt. Schadenserhöhung nehmen wir auch mal mit. Okay, dann haben wir noch Matti. Das ist der Boost für die eigenen Leute. Okay, aber die eigene Hingabe reduzieren ist blöd, also lassen wir das mal. Okay, wir müssen auf jeden Fall Deborah in den Schlafwagen packen. Das hilft halt nichts. Können wir aber gar nicht. Und so viel Essen können wir auch gar nicht kaufen, wie wir da bräuchten. Ich Linsen. Die brauche ich jetzt echt mal. Okay, wir brauchen einen Clown oder einen Magier. Wir könnten Ludlow nehmen. Oder Augustus. Augustus hat die besseren Werte. Und Augustus können wir kombinieren mit dem Fakir. Dann brauchen wir Feuer.
Oh, nee, wir müssen Sparsh da reinpacken, weil wenn wir da Ash nehmen, haben wir so eine doppelgrüne Bindung. Wobei wir dann die Bindung zu Augustus verlieren, ist wahrscheinlich auch wieder egal. Den Bauchredner haben wir leider nicht mehr. Matti mag zumindest ihn. Jetzt weiß ich nicht, ob zwei Feuerleute halt so clever ist. Sie hat Feueratem und Ash hat Feuerwand. Weiß ich nicht. Oh, warte mal, wir können auch Shahira nehmen. Die mag auch die Magier. Dann haben wir zumindest wieder unterschiedliche Darstellertypen. Vielleicht sollte ich lieber den Zirkus leveln, in der Hoffnung, dass ich dann mehr Slots bekomme. Okay, Deborah. Müsste in Schlafwagen, geht aber nicht. Scheißender Jahrmarkt. Der bringt mir XP oder Hingabe. Dann sind wahrscheinlich XP besser, weil dann kann ich nämlich mal hier so Leute wie Matti da reinpacken. Die weniger XP haben. Hochleveln, wobei Hingabe eigentlich auch nicht verkehrt ist. Andererseits, die Hingabe, die ist halt auch schnell wieder weg. Die XP, die hat man halt, ne? Genau, dann können wir die hier gleich leveln. Einmal die Matti. Mal den Fedor. Falls er mal hinten landet, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Okay, damit können wir nichts machen. Da haben wir einen Kampf am Tag, keine besonderen Bedingungen. Warte mal, wenn ich Yeffim habe, der hat physischen Angriff. Der ist eigentlich auch nicht verkehrt, wenn er hinten steht. Dann die Chance hat, ein zweites Ziel zu treffen. Kann aber auch nur die hinteren angreifen. Ja, nee, das lassen wir mal. Und Ludlow nehmen wir mal mit zum Heilen. Aber dann nehmen wir da vielleicht auch lieber Matti statt Bren. Thank you.
Alura trainieren. Ah, shit. Habe ich die jetzt gerade aus dem... Ah, fuck. Jetzt habe ich die hier rausgenommen. Hab ich nicht aufgepasst. Ah, verdammt. Okay. Also müssen wir die schon nochmal neu definieren. Ich glaube, ich hatte Augustus da unten. Und sie da? Nee. Auf jeden Fall Ash da. Oder hatte ich noch gar nichts definiert gehabt eben? Aber ich meine doch schon, ne? Dann brauche ich jetzt noch irgendwen, der... Ne, da muss ich da Ludlow nehmen. Dann habe ich eine grüne Verbindung. Dann könnte ich Shahira nehmen. Das ist zumindest kein Problem. Oder Nura. Das... nicht ideal. Warte mal, fuck, wo war ich denn jetzt gerade? Karneval? Nee. Das wollte ich. Ich meine, er hat die besseren Werte. Und da oben Sparsch reinpacken. Dann packen wir da wieder Ash rein. Wir könnten da auch Fedor nehmen. Und mal als Eröffnungsakt Nura nehmen. Zumindest die Werte ganz okay. You never forget this. Gut, okay, da müssen wir jetzt uns unser Team zusammenstellen. Das heißt, Fedor ist weg. Das heißt, wir nehmen Yefim nach vorne. Können Ash mal wieder im Kampf benutzen, wobei es wahrscheinlich besser ist, lieber die beiden Neuen ein bisschen hoch zu leveln. Ah, shit. Ludlow wollte ich. Genau, und dann können wir lieber Ash trainieren. Die hat eh ziemlich viel Hingabe. Shahira trainieren. Bren und Deborah. Wir können leider keinen heilen, glaube ich. Ich habe auch zu viel Nahrung vergeudet, weil ich Leute öfter mal geheilt habe, wo es eigentlich gar nicht so wirklich nötig war. Packen wir die einfach mal hier rein, dann sind sie wenigstens nicht gelangweilt. Aber dann machen wir hier mal das Episodenende und dann müssen wir beim nächsten Mal weiterschauen. Also ich sehe noch nicht, dass wir es hier bis zum Ende vom Spiel schaffen, wenn wir hier weiter so die Leute verheizen. Aber zumindest habe ich jetzt wieder welche, die einigermaßen Skills haben. Das Problem ist nur, ich habe keine für die Shows so richtig. Und da habe ich am Anfang halt sehr schlecht eingekauft. Aber gut,
müssen sehen, wie weit wir kommen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Bis dahin. Ciao.